Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic 2 D&DR Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich muss gerade selbst ein bisschen lachen. Jedes Mal in dem Intro hier, ne? Einfach so ein bisschen am Rumhauchen. Das holt mich so ab, auch nach wie vor einfach. Wir snacken uns mal wieder ordentlich die Dunkelpilze rein. Ich will endlich den Grund lernen, warum das scheinbar Sinn macht, ne? Muss man bestimmt nur genug gesnackt haben oder so. Sowas in der Art. Wurde, glaube ich, mal kommentiert. Wir orgeln uns die komplett rein, oder? Der Lebensbonus ist uns jetzt ja gewissermaßen egal. Obwohl, ich könnte die eigentlich schon auch immer dann essen, wenn wir gerade eh Leben brauchen. Ja, das macht schon mehr Sinn. Es eilt ja gewissermaßen nicht damit, oder? Okay, dann knallen wir uns hier nochmal hin. Pennen bis zum nächsten Morgen. Reden nochmal mit den Leuten. Rede mit den Leuten. Ja, und dann gehen wir mal ein bisschen in den Osten hier, ne? Also in den wahrhaftigen Osten, meine ich natürlich an der Stelle. Ja, ja. So, Medarion, hey. Wie sieht's aus? Ja, das will ich gerade nicht. Irgendjemand von euch neue Sachen zu sagen? Myxia, wie sieht's bei dir aus? Da könnten wir die fremde Sprache lernen oder nochmal das mit dem Geist. Ich glaube, wir haben hier eigentlich schon alles abgeholt, ne? Doch, doch, es fühlt sich stark. Man muss immer ein bisschen im Auge behalten, wo die rumwalken, weil sonst ist es super schwierig nachzuvollziehen, mit wem wir da schon geredet haben. Hier, ja, erzähl mal noch. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Alles. Ah, okay. Das sind die Geschichten, ja. Da wissen wir aber ebenfalls Bescheid, haben wir gemacht. Das haben wir alles gemacht, Leute. Na, ist alles schon geregelt hier. Ist auch alles ganz normal für uns eigentlich. So, Alter, wer hockt denn da oben direkt vor meiner Haustür? Also, na, ist ja nicht mein Haus, aber ihr wisst, was ich meine. Könnten wir ihm ein bisschen handeln, beim guten alten Kronos. Da könnten wir uns direkt die Runensteine mitnehmen, hey. Na, aber die habe ich mir ohnehin notiert, deswegen, das passt schon. Ja, okay, da könnten wir nochmal... Ich sag euch, wie es ist. Die Eislanze, ich bin immer noch am Ringen. Ich bin immer noch am Ringen. 5 LP, schon auch eine kleine Menge so, ne? Okay, hier, guck mal. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Lance, okay. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Ja, ja, der Sumpf im Osten. Oh Mann. Wisst ihr, was ich immer geil finde? Wenn irgendwas einen heiligen Zorn hat. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind nicht einfach angepisst. Das Ganze ist super heilig und so. Da kann man dann auch nichts sagen, oder? Also, ich bin ab jetzt auch immer heilig angepisst. Sage ich euch, wie es ist. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Heilig zornig. Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Mhm. Radames, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Verstehe. Okay, haben wir hier schon irgendwas geregelt? Noch wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Alles klar. Ja, wie sieht's da aus? Kannst du mir die Kreise der Magie beibringen? Du bist ein Magier des Feuers. Was wird denn wohl Pyrokar dazu sagen? Das muss ja niemand wissen. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist. Also werde ich deiner Bitte entsprechen. Sollte ich jedoch den Eindruck bekommen, dass ich unser Wissen in die falschen Hände lege, wirst du nicht mehr mit meiner Hilfe rechnen können. Du enttäuscht mich also besser nicht. Saturas, wir sind doch alte Homeboys, ne? Ich will einen höheren Kreis der Magie lernen. Es ist noch zu früh für dich. Komme später wieder.
Das war naheliegend, aber, ne? Ardanus möge dich schützen. Dich auch, Saturas. Haben wir's eilig jetzt? Ne? Direkt einen schnellen Hering gesoffen und los geht's, ne? Verstehe. Okay, oh. Ja. Bruder, was? Der Hero ist jetzt kurz zum Flipper geworden, aber ich glaube, er hat sich wieder einbekommen, ne? Schaut mal, hier gehen noch ein paar Dunkelpilze, die nehmen wir alle mit. Ich will wissen, was es mit denen auf sich hat. Ich will wissen, wann wir anfangen zu trippen. Oder ob wir vielleicht wirklich einfach nochmal ein bisschen Mana bekommen oder so. Ich meine mich da an Kommentare zu entsinnen, die irgendwie sowas in die Richtung gehintet haben. Na? So, wir sammeln hier alles ein. Und dann gehen wir so hart in den Sumpf. Ich sehe uns da. Da eigentlich keine Bedenken, was das betrifft, dass wir da nicht gut klarkommen oder so. Das mit den Banditen könnte stressig werden, ist gar keine Frage. Ah, stimmt. Genau. Das wäre jetzt die Frage, ne? Also wir können mal ein bisschen reinscouten, wenn wir gerade mal hier in der Nähe sind. Wie weit wir dann wirklich gehen und ob wir weitergehen, das wird sich zeigen, würde ich behaupten. Oh. Ja, das wird sich zeigen, würde ich behaupten. Und zwar sobald... Ja, hi, wer bist du denn? Du bist ein Razor, oder? Ja, knallhart. Ich glaube, den mache ich lieber mit einem Fireboru, oder? Razor? Ist von hier oben gar nicht so leicht zu treffen, wie es aussieht, ne? Okay, und jetzt glitscht er sich da ein bisschen ein. Den hat er stecken, ne? So, und jetzt noch ein Feuerpfeil hinterher. Oh, sogar zwei. Ah ja, klar. Super wichtiger Kommentar. Da hatte ich lange gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt vollkommen. Ist gar keine Frage. Und zwar machen Sachen mit mehr Damage ja auch aus noch einem anderen Grund stellenweise einfach mehr Sinn. Na, und zwar, wenn die Gegner Resistenzen haben. Bei einem Razor weiß ich es jetzt natürlich nicht. Generell weiß ich das natürlich bei den wenigsten Gegnern irgendwie auswendig. Da müsste man echt mal in dieses Handbuch reingucken eigentlich. Mir wurde schon zugetragen, dass es davon PDFs gibt. Vielleicht machen wir das irgendwann mal im Stream oder so. Ich glaube, wäre ganz lustig, oder? Die Sache ist ja wie folgt. Wenn ich einen Zauber, wir nehmen jetzt einfach der Einfachheit halber zum Rechnen, ne, mit 100 Schaden habe und den auf was Zauber, was 20 Feuerresistenz hat oder 20, ne, einfach Resistenz, irgendeine Resistenz, ist jetzt ja wurscht, ne, wir sagen jetzt einfach, hat 20 Resistenz, dann machen wir 80 Schaden. Wenn wir zweimal Feuerpfeil mit 25 Schaden zaubern würden, dann würden wir ja zweimal die Resistenz zu spüren bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, da macht dann natürlich ein höherwertiger Zauber mehr Sinn als zwei Zauber, die weniger Schaden verursachen würden, da sie zweimal auch noch diesen Resistenzmalus abbekommen, wenn man das so nennen will. Na? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt natürlich. Na? Deswegen, schon allein aus so einem Gesichtspunkt und auch der Tatsache zwecks Elementaffinitäten, würde sich theoretisch die Eislanze schon noch lohnen, glaube ich. Na? Ja, aber jetzt um nochmal den Punkt von vorher zuzumachen, bei dem ich der Razor dann ein bisschen abgelenkt hatte. Wir können hier mal so ein bisschen in den Osten reinscouten und schauen, wie das läuft. Sobald ich aber das Gefühl habe, ey, da sieht's schlecht aus, würde ich, nicht nur aus dem Gesichtspunkt, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, dass die Chronologie das gewissermaßen von uns will. Ah, moin William. Gleich gucken wir, was bei dir abgeht. Die Chronologie der Quests gibt mir so das Gefühl, dass wir gewissermaßen erstmal im Canyon diese Höhle checken sollten, uns die Banditen Rüstung holen und dann Richtung Osten aufbrechen, oder? Ja, hier William, guck mal, Notiz. Hatte der Fischer William bei sich. Ah, das ist der William, guck mal, im Norden, im Osten, da war der ja doch super nah dran. Klasse. Alter, cool. Ja, dann hat sich die Ostgeschichte für mich eh eigentlich schon mal ausgefischt, ne? So, William, wenn der Mond im vollen Lichte steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem, was? Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Alles klar. Alles klar. Diesen Brief sollten wir nicht vergessen. Schreibe ich mir direkt auf, den William-Brief. Der wird irgendwann wichtig, wenn wir hier mehr im Osten sind. William... Brief...
Addon-Welt Osten. Zwinker-Smiley, ne? Wegen, wisst ihr, wie ich mein? Im Osten aller. Ja, ja. Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, ab in Canyon, oder? Canyon spüre ich uns auch. Doch, doch. Da nach so einer Höhle suchen, irgendwas roasten. Darauf habe ich jetzt Bock. Danach lüstet's mich auch, ne? Doch, doch. Knallen wir uns nochmal ins Bett. Regenerieren so unser Mana. Wie sieht's denn gerade aus? Ja, 12 Lernpunkte. Da können wir leider noch kein Mana steigern. Eieiei. 10 Mana für 15 LP. Das gibt mir nicht die besten Gefühle. Ich finde, das ist schon viel. Wir könnten theoretisch jetzt die Eislanze lernen. Und dann gucken, ob Kronos uns gewissermaßen eine Eislanze auch verkauft. Kommt, wenn er uns eine verkauft, nehme ich sie jetzt mit. War das hier nicht Kronos? Nee, 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 war er nicht, gell. Wo war der Spießkiste? Das ist er hier, gell. Mit der crazy Wassermagier-Stabmachete-Axt. Ja, hey, wir haben das immer einmal am Anfang, oder? Irgendwann in der Episode. Einmal leckt's und dann aber nie Lass wieder. Lass uns handeln. Ja, genau. Hast du eine Eislanze am Start? Na eben, guck mal. Dann nehme ich da eine mit. Weil dann können wir mit dem nächsten Level-Up trotzdem nochmal Mana steigern. Und haben nochmal ein anderes Element dabei. Das ist, glaube ich, nicht sonderlich verkehrt. Dann brauchen wir auch noch einen Runenstein. Das ist ja Logomatic. Haben wir denn mittlerweile wieder irgendwas zweimal, was wir gerade nicht brauchen? Wir haben hier so eine alte verrattete Axt, ne? Der heilige Hammer, ja, 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 kann man aber nicht verkaufen hier. Ja, dann müssten wir bald mal wieder schmieden, wie es aussieht, ne? Aber passt jetzt erstmal. Ich danke dir, lieber Kronos, ne? So, und bei wem konnte ich das jetzt lernen? Das jetzt müsste ich ja eigentlich hier nachgucken können. Allgemeine Infos. Lehrer. Kreis der Magie, die Runen, Diebesgilde, das Schmieden. Lehrer auf Onas Hof, Lehrer im Kloster, nee. Wo sind wir denn? Lehrer bei den Wassermagiern. Das klingt doch gut. Jordian kann beim Irrlicht. Na, na, na. Kann beim Mana steigern. Magischen Kreis. Runen herstellt. Nefarious. Alles klar. Nefarious. Ja, na, Mixius. War das hier hinten Nefarious? Oder chillt er da vorne? Wir werden es gleich erfahren. Ja. Nefarious. Der ist bestimmt einer von den Jungs da hinten, oder? Wenn es dann gewissermaßen Kronos nicht sein kann, müsste es ja der Typ hier links sein. Nefarious, das bist doch du, oder? Ja. Hey, du! Der uns auch sagt, wie es mit dem Teleportal steht. Verstehe, verstehe. So, zweiter Kreis. Eislanze, Alana. Stark. Okay, dann danke ich dir. Ja, da so absolut gar nichts dazu sagt, ne? Stark, ja. So. Hier kann ich jetzt ja gewissermaßen nicht nachschauen, was man dafür braucht. Wir können jetzt einfach Glück haben oder halt nicht, oder? Testen wir es mal. Vielleicht haben wir ja, was es braucht. Also ich könnte nachgucken in den Büchern, die er verkauft, aber Rune hergestellt, stark. In dem Fall hatten wir alles, was man dafür braucht. Und jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich braucht die gleich viel Mana wie der Feuerball. Allerdings sage ich euch, wie es ist. Ich wage es vehement zu bezweifeln. Ja, 20, das war ja klar, ne? Also, macht ja auch nochmal 5 mehr Damage. Damage. Okay, dann machen wir dich auf die 6, dich auf die 7. Ah, was haben wir auf der 7? Okay, so, jetzt, ne? Alles klar. Uhuhu. Jetzt können wir auch mit einer Eislanze reingehen, ne? Das ist doch cool. Dann steht uns im Canyon, würde ich sagen, erstmal nichts mehr im Weg. Sollen wir hin teleportieren? Das ist jetzt die Frage. Macht es mehr Sinn, wenn wir nochmal alles abscouten vielleicht? Der Canyon wird ja das da oben sein, oder? Da sind wir uns ja alle einig, dass im Norden ist der Canyon. Na, guck mal, dann gibt es sogar einen Weg vom Canyon aus in Sumpf. Ja, kommt. Wir porten da auf jeden Fall. Ganz klare Sache. Direkt beim Canyon, ne? Und dann geht die Post ab hier. So, wir könnten hier mal noch schauen. Geht hier noch was? Da habe ich, glaube noch gar nicht so richtig geschaut, ne? Sieht nicht so aus. Dann haben wir da Riesenratten. Rattige Ratten. Die machen wir auf jeden Fall händisch platt.
Das ist ja klar. Ach. Man kennt das Spiel, ne? Also ich finde, man hat das wirklich... Alter, die machen ja Damage. Okay. Da kommt die nicht drüber, ne? Das sieht schlecht aus für die Riesenratte. Ja, die macht echt Schaden, gell? Also wir kriegen echt sogar von den Wüstenratten... Ah, es ist eine Wüstenratte. Keine Riesenratte, ist klar, ne? Ja, aber das lief doch gut, oder? Ein paar Hits bekommen. Ist immer wieder in Spielen so, oder? Wenn man selber zu weit oben steht und die Charakter halt einfach so zuhauen, dann trifft man nichts, weil die zu weit unter einem sind. Das ist wirklich ein Ding. Ich habe das Gefühl, damit strugglen Spiele bis heute, oder? Kann doch nicht so schwer sein, gewissermaßen zu scripten, dass wenn die zu spielende Person in einem Gefälle steht, dass sie dann entsprechend ihre Schlagrichtung einfach ein bisschen anpasst, so? Oder ist das so viel verlangt? Ich kann es halt selber immer so schlecht sagen, weil ich habe halt einfach keine Ahnung von, ne? Okay, die kennen wir auch noch aus dem Einser, ne? Dann haben wir da, glaube ich, den ersten Razor. Meinte, der hat Bock auf eine Eislanze. Ich glaube es nämlich schon. Obwohl, wir könnten jetzt natürlich sagen, hier gehen wir mit Goblin-Skeletten rein. Weil dann können wir den wegmachen und dann mit denen, die überbleiben, vielleicht noch rüber zu den Beißern rennen, oder? Bevor wir das allerdings machen, orgeln wir uns nochmal ordentlich Pilze rein. Die waren weiter oben, oder? Ja, bei den Pflanzen. Genau, hier, schaut mal. Ja, genau, Hero. Knall dich mal ordentlich voll mit Pilzen. Ja, also bis jetzt noch nichts viel passiert hier, oder? Bei den Dunkelpilzen. Ja, vielleicht kommt es irgendwann, wer weiß. Wir snacken die ab jetzt auch einfach alle. Die werden komplett weggegessen. Ja. Okay, hat sich da schon irgendwas getan? Ne, wir haben immer noch 100 Mana und so, ne? Hat sich irgendwas anderes getan? Lebensenergie 216 sollte ich vielleicht auch im Blick behalten. Vielleicht kriegt man ja auch Lernpunkte, I don't know. Naja, wir werden es dann mal sehen irgendwann, ne? Okay, dann speichern wir an der Stelle. Das ist ja absolut Logomatic. Sammeln hier noch die Heilpflanzen auf. Okay, und dann werden ordentlich... Ah, die 7 ist es jetzt, ja, stimmt. Muss man wieder umgewöhnen. So. Nochmal 3 Stück. So, und jetzt kommt mal mit, ihr Lieben, ne? Wir wollen hier reingehen. Ah! Los! Hä? 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 Rein da, Goblin-Skelette, rein da. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Ah, verstehe. Na? Ja, hack den mal dumm. Hat jetzt gewissermaßen trotzdem ein bisschen unseren Plan ruiniert, zwecks noch runter zu den Beißern zu gehen, ne? Hauen die den weg? Der kann ja gar nichts machen, oder? Der kann ja überhaupt nichts machen. Aber der kriegt auch wenig Schaden. Naja, egal. So, plündern wir den leer. So, Goblin-Skelette, kommt mal mit, wir haben es eilig. Wir haben es sehr eilig. Packt ihr den hier auch noch? Ach, die kommen jetzt alle zum Frühstücken hier, ne? Ja, wir haben da oben einen Diner eröffnet. Könnt ihr euch mal angucken hier, ne? Ja, hackt sie weg. Oh Mann. Ja, unser Diner ist eröffnet, ne? Kriegen die das noch hin? Okay, der ist easy machbar. Ah. Ja, ja. Ich sollte echt wieder auf die AD-Kombo umsteigen. Na, bald ist Wochenende. Heute Freitag, nachher noch den ganzen Tag knechten. Samstag D&D und vielleicht nehme ich mir am Sonntag dann mal die Zeit, mich so ein bisschen wieder in die alte Steuerung reinzufuchsen. Weil ohne den Fokus, den wir haben, wenn wir mit Steuerung reingehen würden, na, und dann reinprügeln gewissermaßen, kriege ich es auch einfach nicht hin, während da 5 Goblin-Skelette sind, irgendwie auf das zu zielen. Ihr seht ja, ich stehe dann halt immer so daneben. Ich würde ja schon gern mitprügeln, aber wie soll ich bitte genau nicht die Goblin-Skelette treffen? Ihr seht ja, das wechselt die ganze Zeit durch. Da wäre natürlich ein Steady-Focus über eine gedrückte Steuerungstaste gewissermaßen einfach dienlicher auch für den Magier. Ne? Und wir könnten dann ja trotzdem auf die AD-Kombo verzichten, wenn ich das Gefühl habe, dass die einfach nach wie vor zu broken ist. Ne? Also, das ist ja alles möglich. Ne? Müssen wir ja hier nicht
Wisst ihr, wie ich meine? So, dann würde ich behaupten, wir reisen direkt schnell zurück, oder? Wir haben hier ordentlich getötet. Da unten ist zwar noch ein Beißer, aber ne, wir haben hier ordentlich durchgeprügelt. Reisen wir direkt einmal zurück, kommen dann wieder und schauen mal, wie die Sache ist. Pennen zwischenzeitlich. Na, Sato, was hat er vorhin schon gemeint? Die Zeit ist nicht gerade unser Verbündeter, aber hier mal die Nacht pennen, das muss eben drin sein. Ist, wie es ist. So, hier einmal den Drink. An allem vorbeiführen. Oh, hat perfekt gepasst, guck mal. Ja. So, Hero, na, ruh dich mal ordentlich aus. Mana voll, Leben voll, so muss sein. Und dann geht's auch schon weiter rein, ne? Ist ja klar. Okay. Wisst ihr, was ich mir in letzter Zeit überlegt habe? Ich glaube, als nächstes im Stream werde ich einen richtig gechillten Gothic 1 Run starten. Ohne hier, ne, irgendwelche Mods. Einfach Gothic 1 Vanilla nochmal reingehen. Habe ich Bock drauf. Ich bin hart am Überlegen, was ich dann mache. Ich hätte irgendwie übelst Lust, im neuen Lager bei den Wassermagiern zu chillen. Sage ich euch, wie es ist. Oder vielleicht sogar im alten Lager bei den Feuermagiern. Eins von beidem. Ich hätte da gar nicht schlecht Lust drauf, ein bisschen magisch am Start zu sein. Alter, die Beißer sind ja ein Joke eigentlich, ne? Die haben den Casual Wildhund-Sound, ne? Den jeder Wildhund in jedem Film, in jedem Spiel und überall sonst wo hat. Liebe ich immer so, wenn es so Sounds gibt, die sich so überall doppeln. Okay, stark, ne? Also Canyon, muss ich euch sagen, gibt mir gerade auch so ein bisschen Enderal-Vibes, ne? Wie hieß das da? Ich glaube, die Sturmküste, oder? Hieß das so? Die Staubwüste, Sturmwüste, Sturmküste, nee. Ah, der Bereich unten rechts auf der Map bei Enderal, ne? Genau, ja, das war eine coole Hausnummer, muss ich sagen. Enderal eh auch einfach so ein Barbarspiel. Da hatte ich echt auch gestört Bock mal noch auf den zweiten Durchgang. Aber dann glaube ich auch eher im Stream. Kann man mal ein bisschen schneller durchziehen, finde ich. Guck mal, geht noch eine Pfanne und ein Blitzschlag. Kann man hier was kochen? Nee, schade eigentlich. Alter, dieser Soundtrack, der holt mich richtig gut ab. Der holt mich richtig gut ab, Leute. Okay, jetzt gucken wir uns die Geschichte mal an. Ab hier in irgendeinen dunklen Keller gibt's einen Trank. Oh, Crawlily. Crawlily. Ich glaube, die hauen mich immer noch kaputt, ne? Aber was machen die gegen so eine Eislanze oder ein Fireboru? Okay, Fireboru, oder? Ja, ja. Na, der macht ja ordentlich Damage, ne? Level 12. Damage. Da hinten noch ein weiterer Crawlily. Oh, sogar ein Crawler-Krieger, wenn ich das richtig gesehen habe. Der hat ja auf jeden Fall prächtige Scheren. Na, ziemlich sicher. Jetzt will ich hier die ganze Zeit... Ah, ich kann ja auch mit Alt immer wegstecken. Genau, ja, ja. So sollte ich das machen. So, mit 5 ist jetzt unser Feuerball. Genau. Mal den erstmal weg. Kann ich den Crawler ausräumen? Nee, gell? Seht ihr mal, der da vorne ist ordentlich geschäftig, ne? Oder wie man in der Insektenwelt zu sagen pflegt, emsig. Da sind wir emsig, ne? Warrior. Das haben sie nicht übersetzt, verstehe. Huh? Okay, das war jetzt natürlich Hyper-Ass, wie man so schön sagt, ne? Und noch eine 4. Easy. Ich fände es ja schön, dass wenn man eine Stufe steigt, dass einfach Mana und so wieder voll ist. Fände ich, würde rocken, finde ich. Jetzt chillen wir erstmal. Haben wir hier den Minecrawler Warrior gemacht. Bevor wir jetzt nochmal zurückgehen, snacke ich mir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Mana rein. Was haben wir da eigentlich bekommen? Stärkebonus 3. Den können wir eigentlich mal mitnehmen. Was haben wir hier? Ermöglicht kurzzeitig Sprinten, Dauer 5 Minuten. Ah, geil. Können wir uns auch irgendwann mal reinhauen. So ist es nicht. Lebensenergiebonus 1. Echter Seemannsgrog. Ah, da haben wir jetzt schon genug, um die 20 abzugeben. Das ist ja ebenfalls super nice, oder? Das heißt, wir könnten auch vielleicht mal nochmal in dem Lager vorbeischauen und sagen, ey Leute, guck mal hier, wir haben euch, ne, ordentlich was am Start und so. Können wir uns eine Mana-Essenz? Ja, und dann würde ich sagen, wieder mit einem Fireboru, oder?
Fireball! Easy. Und durch den Level Up können wir, durch den Level Up können wir dann direkt noch Mana skillen. Ne? Haben mehr Mana am Start. We need more Mana. Wie viel? Ja, eben. Guck mal, können wir nachher auf jeden Fall. Dann porten wir zurück. Na, pennen nochmal, machen uns frisch und so. Holen uns mehr Mana. Dann könnte man zurück zu den Banditen und den Grog abgeben. Wir könnten aber natürlich auch erst noch gucken, dass wir hier in der Höhle das finden, was diese... Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine Schatzkiste. Stark. Ja, vielleicht ist das ja genau das, was wir hätten finden sollen. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ne? Ja. Vielleicht ist das ja genau das, worauf der... Wie hieß er nochmal? Der gerade stellvertretend da so ein bisschen das Sagen hat. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Vielleicht ist das ja die Schatzkiste, die er haben will, und dafür kommen wir dann in die Butze rein oder so und können uns die Banditenrüstung holen. Das wäre natürlich klasse, wenn wir direkt beides mitnehmen. Na, also diese Banditenrüstung und die 20 Crocs abgeben. Dann latschen wir einfach nicht zweimal. Na, ist natürlich immer cool, wenn man direkt mehrere Sachen auf einmal mitnehmen kann. Das sieht doch hier auch ganz gut aus, oder? Also so rein von der Idee würde ich sagen, kann ich mir gut vorstellen, dass das ist, was er haben will, weil... Die würden ja kaum sagen, um die Rüstung zu holen, damit du dich weiter in den Osten begeben kannst, musst du erstmal durch den kompletten Canyon grinden, der ja nicht weniger gefährlich ist, oder? Also ich glaube jetzt mal ehrlich, die Banditen scheinen relativ krass zu sein, keine Frage, aber so Razor und so sind jetzt ja auch nicht ganz ohne. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ist, was wir... Oh, guck mal, da ist auch noch eine Höhle, stark. Ja, da wird ordentlich gespeichert, ne? Das ist ja vollkommen klar. Gucken wir uns mal an, was hier drin abgeht. Da ist doch bestimmt was wohnhaft, oder? Ja, guck mal, da wohnt nämlich Snapperkraut. So sieht's nämlich aus. Das ist bestimmt da, wo die Snapper hausen oder kacken oder so, ne? Haben die in ihren Fäkalien irgendwas drin, was genau dieses Kraut eben super gut düngt oder den Boden so ready macht, dass das Kraut wachsen kann? Sowas finde ich immer ganz cool. Wisst ihr, wie ich meine, wenn die Welt organisch ist? Habe ich auch schon öfters bemerkt. Gerade in Gothic 1 hat mich ja komplett vom Sockel geholt, dass irgendwie das hier ein funktionierendes Ökosystem ist, ne? Also wenn irgendwas irgendwo stirbt, dann kommen irgendwelche Fleischfresser und wollen das snacken. Das finde ich schon super cool. Na, also bin ich vollkommen ehrlich mit euch. Das ist schon echt richtig cool. Der macht Runen und Handel, ne? Du, Saturas, machst du nicht auch magische Kraft? Ah ja, genau. Ich will höheren Kreis der Magie lernen. Ardalos möge dich schützen. Dich auch, ja. Wer macht nochmal? Wir gucken gerade schnell nach. Lehrer, genau. Mehr Mana. Mana steigern, Medarion. Das war, glaube ich, einer, der hier immer steht, oder? Aber mir fällt natürlich noch ein. Vorher ziehen wir alles aus, was unser Mana boostet. Ja, sind das noch die beiden Ringe? Genau, ja. Alles klar. Hey, du. Nee, der bringt doch meinem Irrlicht bei, was abgeht, oder? Kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie unterrichten. Oh, und ich kann dir zeigen, wie du deinem Irrlicht beibringst, nach Gegenständen zu suchen. Ja, das sollten wir auch auf jeden Fall wieder mehr machen. Ja, na, aber... Guck mal hier. So, Medarion, hey, zu dir wollten wir, ne? Genau. Ich will meine magische Kraft steigern. Vor allem, es sind ja nur 5 Mana für 15 LP. Es sind ja nicht mal 10. Oh, nee. Alter. Das fühlt sich so unbelohnend an. 5 Mana. Für 15 LP. Weiß ich ja nicht. Na, also. Jetzt verstehe ich aber auch, ne, warum ihr, was die Tipps betrifft, so tryhard auf mich wirkt. Weil man hier schon gut drauf achten muss, wenn man ordentlich Mana am Start haben will, oder? Dass man das alles richtig einfädelt. Das scheint durchaus so. Also, verzeiht, aber 15 LP für 5 Mana. Ich bin ehrlich mit euch. Wenn wir später... Also,
Ich fände eigentlich alles, außer ich kann, was weiß ich, 20 Feuerbälle werfen, 15 Eislanzen und 10 Feuerregen oder so. Absolut lame. Was brauchen wir dafür? 500 Mana? Na, also... Weiß ich nicht. Kommt mir irgendwie so vor, als wären wir da super am Arsch bis jetzt, oder? 105 Mana ist so wenig. Das ist zwar ein Feuerball mehr jetzt. Na, jetzt können wir 7 Feuerbälle werfen. Aber 7 Feuerbälle, dann wieder pennen gehen oder einen Trank trinken. Weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. So, dann gehen wir jetzt nochmal zum Canyon. Gehen dann rüber zu unserer Butze, ne, bei den Banditen. Und also, na, nicht, dass wir da ein Haus hätten, aber sagen denen, hey, moin, wir haben diese Schatztruhe gefunden. Und wir haben die 20 Grogs, die wir auf jeden Fall abgeben können. Vielleicht könnten wir mit der Eislanze auch mal die Feuerwarane testen. Na, dass die sehr viel Feuerresistenz haben, ist ja gewissermaßen klar. Aber vielleicht haben wir mit der Eislanze tatsächlich eine Chance gegen die Varani-Lies. Na? Und könnten dann uns da hinten auch noch den Schatz unter den Nagel reißen. Das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich sehr cool, oder? Könnte man durchaus mal testen. Ich glaube, unsere Chancen stehen da nicht allzu schlecht. So, Dele. Also, wer wollte denn die 20 Grogs haben? Das war Skip, ne? Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja, guck mal, ich habe dir deine 20 echten Rattengrogs. Ja. Wegen des Grogs. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Ja nicht, umsonst? Naja. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Na, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Dialogfail, er hat das im Ring. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Safe. Ich habe was anderes gehört. Ja, 100 pro den Ring. Gib mir den Ring. Hier hast du ihn. Der kann jetzt aber auch besser was, ne? Hier, 40 Mana oder so. Ring der Heiler, Lebensenergiebonus. Wir sind die drei Brüder aus einer Kaste, zusammen sind wir stärker. Okay. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja, kann man machen, ne? Also, der ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viel Cash wir hier bekommen hätten. Wird sich das jemals ändern? Na, vielleicht ist er ja trotzdem mehr wert oder so, wer weiß, ne? 400 scheint jetzt nicht allzu schlecht zu sein. Meinst du, mir geht es besser? Naja. Okay. Können wir eigentlich mit so einer Kanone mal schießen hier? Oder wie sieht's da aus? Womit denn? Ja, ja. Schade, schade. Wir könnten mal ein paar Muscheln öffnen, die wir gesammelt haben. Oder sehe ich da gerade nicht nochmal eine? Da ist doch nochmal was, oder? Ja, das sieht doch gut aus hier. Eine Hornmuschel. Die habe ich doch direkt erkannt. Ja. Da oben sollten wir ja auch mal noch reinprügeln, oder? Kann ich auch mal machen. Ja, dann machen wir hier direkt mal ein paar Muscheln auf, oder? Schauen wir uns doch mal an hier. Wo sind die denn, die Muscheln? Hier, das sieht doch muschelig aus. Eben. Perle erhalten. Ja, normal für mich, ne? Da ist jedes Mal eine drin, oder wie? Muschelfleisch. Warum wechselt denn hier jedes Mal mein Equipment durch? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Alter, wie viele Perlen holt man da bitte raus? Schwefel. Gletscherquarz, stark. Ah, der war sicher, den Gletscherquarz, genau da hatten wir einen, der war sicher für die Eislanze, ne? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Verstehe. Eine Perle erhalten. Nichts zu holen. Geschafft. Nichts zu holen. Hero, komm, und jetzt noch eine Perle. Klar, na, easy für uns. Ganz easy für uns. Also, Varanidis, wie wollen wir das angehen hier? Ihr seid Kreaturen des Wassers, ne? Ich würde sagen, eher mit Eis als mit Feuer, ne? Aber man kann es halt nie genau wissen. Wir gehen mal rein. Ja, Hero, hol eines Tages deine Waffe raus. Mach mal den Rest händisch, ne? Hier, gut
Reichweite. Okay, ja, also die Eislanze hat da schon gut Damage rausgehauen, ne? Will man für 40 Mana aber auch meinen. Okay, und jetzt haben wir noch Lurky Lees, ne? Wenn die dann alle drei kommen, sieht's halt schlecht aus für mich. Dann sieht's sehr schlecht aus für mich, ne? Können wir dann einzelnen callen, aber vielleicht trotzdem schon mit der Eislanze. Eben, ne? Nur wenn ich vorwärts laufe, kann ich meine Waffe rausholen. Ja, ja. Geht auf jeden Fall sehr viel besser, ne? Wenn du da auf dem Stein liegst, ist das jetzt problematisch. Sehe ich das richtig? Klar. Äußerst problematisch ist das jetzt. Oder habe ich den gerade schon... Oh. Komm schon. Ich loot den da. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Okay, ich habe ihn schon gelootet. Okay, gut. Ich habe kurz so links irgendwas aufgehen sehen, aber nicht nachvollziehen können, ob ich gerade aufgesammelt habe, was der da hatte. Was auch immer der da hatte. Halt seine Krallen wahrscheinlich, oder? Eins zu früh gegangen, ne? Okay. Okay. Er kommt. Ach, Hero. Hol doch deine bekackte Waffe raus. Okay, eine Eislanze haben wir noch, ne? Wir könnten das nochmal genau so treiben hier. Mit dem letzten wird es jetzt auch am einfachsten, weil da können wir einfach werfen. Ohne, dass wir direkt die ganze Gruppe triggern, weil die ganze Gruppe ja bereits tot ist, ne? Können wir werfen, die 1 drücken und bis der da ist, haben wir dann hoffentlich auch unsere Waffe draußen, ne? Stark, guck mal hier. Der hat richtig einen Griff, ne? Den hat er stecken. Tja, Lurker. Nicht mit mir. Habe ich den hier schon gelootet? Nee. Ja. Alles klar. Ja, perfekt, oder? Dann orgeln wir uns mal wieder ein paar Pilze rein. Was man halt so macht, würde ich behaupten. Da sind sie. Plus 5 Mana. Okay, verstehe, ja. Wir fuden die uns ab jetzt alle rein. Message angekommen. Wisst ihr, 5 Mana für ein paar schäbige Pilze. Aber Hauptsache 5 LP für 5 Mana. Okay, ja, die hole ich mir ja komplett rein. Was werden das jetzt gewesen sein? 50 Stück, oder? Ziemlich sicher, ja. Naja. Wir hauen uns die alle rein. Okay, die haben wir uns gesnackt. Gehen wir uns noch einen Käse, ne? Was hauen wir uns hier noch rein? Alter. Roh unbedingt. Was? Unbedingt genießbar. Saftiges Muschelfleisch. Geil. Hauen wir uns mal eins rein, ne? Okay, stark. Brauchen wir noch einen Mana-Trank? Bisschen Mana könnte nicht schaden, wenn wir da in die Höhle rein wollen, oder? Wir gucken uns erstmal an, was da abgeht. Und speichern vielleicht gerade nochmal. Sonst müssen wir nochmal die 700 Pilze essen. Ah, ein Rattenschläfer. Verstehe. Ja, den könnten wir schon nackig machen. Ja, aber ich bin ehrlich mit euch, bevor ich mir jetzt hier nochmal einen Mana-Trank reinlöt, gehe ich schnell zu unserem Kumpel da drüben, der da pennt, ne? Wir pennen in dem sein Bett. Und dann ist die Frage, Eislanze, Feuerball oder Goblin Armada? Wir können ja einfach davor mal abspeichern und so ein bisschen testen, ne? Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, wäre das in dem Sinne vielleicht auch mal gar nicht schlecht, weil dann könnte ich mir die Sachen angucken, was der Rest so bringt, ob wir vielleicht wirklich eine höhere Affinität mit Eis haben und so, ne? Raus aus meinem Bett! Ja, ja. Bin schon dabei, ne? Morgan, Alter, hau dich, ne? Mach dir keinen Kopf. Bin schon wieder weg hier. Okay, cool. Dann könnten wir uns da vorne in der Küstenregion auch nochmal umschauen. Da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Muschel, die massiv Bock hat, in meinem Inventory zu chillen, ne?
und dann eventuell auch eine Perle zu beinhalten. Ja, da sehe ich auf jeden Fall noch Sachen. Digga, eine Schatulle ist straight up. Let's go, die nehmen wir mit. Was haben wir da? Ne, Hornmuschel. Geil. Naja, da geht bestimmt noch einiges, oder? Schade, dass man hier noch nicht schwimmen kann. Aber da kann man wohl nichts machen. Klappmuschel. Hero, geht's dir gut? Ah, er hat sich meinen Sprung gemerkt. Jo, was ist denn hier? Tja, was bist du denn? Er hat sich meinen Sprung ernsthaft gemerkt. Guck mal, jetzt können wir nicht springen. Ich hau einmal die Leertaste und sobald er springen kann, wird er es dann tun. Knallhart, ne? Verstehe. Dass wenn man im Wasser schon C drückt, beziehungsweise X ist es ja bei Gothic, um zu schleichen, dann würde man anfangen zu schleichen, sobald man aus dem Wasser rauskommt, was ja hier und da cool sein kann. Wisst ihr, wie ich meine? Also gut zu wissen in dem Sinne. So, dann würde ich behaupten, erstmal Eislanzen-Game, oder? Ja, okay, Eislanzen-Game ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann man machen, ne? Also, Damage-technisch so generell ist natürlich gerade schon brachial, oder? Ich meine, die kommen ja nicht mal an uns ran. So ein Rattenschläfer ist jetzt hier nicht gerade schwach, also Blitzschläge sind hart am Start. Dann haben wir eine goldene Halskette, habe ich das gerade richtig gesehen? Ah, die war ja da wahrscheinlich schon, oder? Außer die kann nichts, dann wäre sie weiter unten, nicht wahr? Wenn sie quasi so als Schmuck zählt. Ja, genau. Okay, goldene Holzkette, 300 wert, die nehmen wir an. Okay, dann würde ich jetzt mal noch, bei unserem Oberstvertretungsboy nachschauen, der gerade Greg vertritt. Den legendären Greg, den großen Captain Greg, Alter. Und schauen mal, ob dem zufällig diese Schatzschatulle, ob der da Bock drauf hat. Ob er die haben will. Naja, cool. Und wir könnten hier dem Dude sagen, dass wir da hinten alles aufgeräumt haben, oder? Der Morgan, da freut er sich doch bestimmt. Hier, ne? Guck mal, ich hab da... Ja, da hinten alle weggeräumt. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Ja. Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Danke, Mann. Hier hast du deinen Lohn. Alter, arigato gozaimasu, ne? Stark. Ja, hier. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Ja, klar. Joho, eine Buddel voll rum, ne? Ah, das Zeug ist gut. Ja, Alter, der Morgan. Ah, hätte ich gerade gern dein Leben. Na, ich stand jetzt schon... Ich sag's euch, wie es ist. Gerade hier so in so einem Haus, wo so eine Palme daneben wächst. Einfach liegen, morgens aufwachen und eine Buddel voll rumtrinken. Ne? Einfach so. Wisst ihr, wie ich meine? Was man halt manchmal so macht, ne? Einfach verrückt. Das ist doch alles nur Gerede. Ja. Ich gehe es jetzt mal durch. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Alter, könnten ihn bestechen. Das ist doch schon lange bekannt. Okay, wir haben offensichtlich noch nicht das, was er haben will. Wir könnten ihn verprügeln. Mit einer Horde Goblins wäre das gar kein Problem. Aber töten die ihn dann? Tötet Magie bestimmt, oder? Gibt's Magie, die nicht tötet? Wäre die Gegenfrage. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Denn dann wäre die ja theoretisch super wichtig zu erlernen für mich, oder? Zumindest eine Sache haben, die nicht tötet. Das wäre dann schon cool. Alter, guck doch, wie chillig es hier ist. Hier würde ich gerne relaxen. Genau hier würde ich gerade gerne relaxen. Na, irgendwo so ein Bob Dylan auf seiner Ziehharmonika. Und einfach chillen. Chillen. Kommen wir hier hoch? Guck mal, Hero, ne? Nicht. Okay, dürfen wir auch nicht auf die Fässer? Ja, das sieht ja nicht ein, ne? Nee. Nein! Glaubst du wirklich daran? Das will ich nicht. Seht ihr, ich war gerade schon wieder fast eins Kiste.
Wäre verrückt gewesen, ne? Okay. Ja, dann würde ich fast behaupten, wie steht's denn gerade um unser Mana? Ja, 30 von 110. Dann pennen wir jetzt hier nochmal schnell. Und schauen mal, wie es wegen den Feuerbaranilis aussieht, ne? Genau, Hero. Knall dich da mal ordentlich hin. Bis zum nächsten Morgen. Hat jemand seine Waffe gezogen? Ah, weil ich gepennt habe, hat der da wieder angefangen zu trainieren und entsprechend seine Waffe gezogen. Ich dachte gerade schon, ist mir jetzt irgendjemand pissig, weil ich da im Bett gepennt habe. Na, Bones ist ja einfach ein bisschen am Trainieren. Verstehe. Okay, ja, dann gucken wir uns mal um, ne, bei den Feuerwaranen. Vor allem, da waren ja auch schon, war da nicht nochmal irgendwie, war, normaler Varan war da, glaube ich, auch noch, ne? Naja. Eigentlich würde ich gerne erstmal den normalen Varan da raus carryen, oder? Und im Idealfall einfach so besiegen. Ohne Magie. Und dann mit ne, Magie auf die Nacken von den Feuerwaranen skaten. Das sind 3 Stück. 3 Stück Feuerwaranilis, ne? Das könnte durchaus problematisch werden. Das könnte durchaus problematisch werden. Aber jetzt gucken wir mal, ne? Vor allem muss ich die Feuerwarane halt safe einzeln da rausziehen. Da kann ich nicht einfach die Gruppe angreifen, ne? Die schlagen uns dumm und dämlich. Nice, okay. Ja, fast halbes Leben weg, aber wir haben es geregelt. Okay, und jetzt brauche ich da einen einzelnen Varan. Das kann ja nur was werden, ne? Oh Mann, okay. Eislanze ist ready. Ready this. So, welcher Varan Rani Lee hat Bock? Ein Rane, ne? Jetzt so ein Feuerwarane. Digga, wie viele sind denn da? Ja, hat jetzt noch niemand von euch Bock? Ich will, dass nur einer Bock hat. Genau, der hat Bock. Eislanze, Alter! Eislanze mitten in dem sein Gesicht Level 30 einfach weggeklatscht. Weggemacht haben wir den. Yo! Digga, Eislanze, gut. Okay. So große Feuerball, Junge. Die Eislanze. Scheiße, Leute, die Eislanze ist ja komplett broken. Naja, wir könnten noch eine Eislanze schmeißen, ne? Sollen wir noch eine Eislanze auf den normalen Varan werfen? Wie viel Range haben wir? Pass mal auf, ich schmeiß von hier eine Eislanze auf den Junge, die sich gewaschen hat, ne? Wir zeigen dir mit unserer Eislanze, wo der Frosch die Locken hat. Ja, okay, weil er sich bewegt hat, ne? Verstehe. Ja, ja, weil er sich bewegt hat. Man muss quasi werfen, genau jetzt, wenn er stillstehen würde. Beziehungsweise, wenn man weiß, dass er gleich stillstehen wird, dann sollte man werfen. Sprich, die ist nicht zielsuchend. Wichtig zu wissen, sowas. Okay, ich sag euch, wie ist. Wir gehen nochmal heim. Geht das mit gezückter Eislanze nicht? Kommen wir da gar nicht hoch? Verstehe. Dann schwimmen wir eben außenrum. Oder gehen außenrum. Pennen direkt nochmal. Ne? Und hacken da dann nochmal rein. Ah, ich überziehe schon wieder. Ja, dann überziehen wir halt hier, ne? Ist doch Wayne. Ist uns doch Wayne. Ich glaube, mehr als die eine Episode Gothic nehme ich heute eh nicht auf. Dann morgen dringend mal wieder Ghost of Tsushima. Ganz klare Sache. Aber da nehme ich auch immer super gerne ein paar Folgen am Stück auf. Denn da geht's ultra hart um Skill. Na, also wirklich super hart. Und ich finde gerade, wenn Games so skilly sind, also wenn man wirklich so kleine Zeitfenster hitten muss und so, dann macht's durchaus Sinn, so ein paar Folgen zusammenhängend zu spielen. Wisst ihr, wie ich meine? Bei Gothic habe ich gerade so das Gefühl, wir schießen halt rein, oder? Also, mit dem Stab würde ich behaupten, bin ich mittlerweile echt gut unterwegs. Dafür, dass wir eigentlich nichts mit dem können, komme ich mit den meisten Sachen ganz gut klar. Und zaubern wird natürlich zunehmend geil. Steht ja außer Frage. Sehen wir hier gerade die ganze Zeit. Na, also sorry, aber Feuerwarane mal so easy im zweiten Chapter auseinandernehmen. Die haben mir in Gothic 1 im fünften Chapter noch Stress gemacht.
Und zwar nicht gerade unerheblichen Stress. Aber ich bin ehrlich mit euch, Eislanze ist gegen die sehr effektiv, oder? Ziemlich sicher, also Feuerball würde da nicht so viel Damage machen. Oder? Na, was das betrifft, bin ich mir sehr, sehr sicher. Schon so das Gefühl, dass... Na, komm nur her, dann ist da nochmal ein Varan. Alter, yo. Ich meine, in den meisten Fällen kann ich echt verhindern, dass uns was trifft, so, ne? Jetzt nicht mehr. Oh doch, wer da zu früh gehittet hat. War sein Fehler in dem Sinne, ne? Ja, easy. Schade, da dachte ich, der Stich kommt noch an. Hier kommt er noch an. GG, easy game für uns, ne? Oder wie jemand aus der Community gemeint hat, WP. Ja, mit dem P ausgeschrieben. Wisst, wie es ist, ne? Oh Mann, WP. Ja, doch, das hat mich gut abgeholt. Okay, dann, ne? Wenn es jetzt gut läuft, holen wir die komplett mit den Eislanzen ab, ne? Ich würde sagen, wir schießen einfach direkt rein. Und wenn die kommen, dann kommen sie halt, ne? Hier, zack, weg mit dir. Nächster Feuerwaran, wo du? Hier, guck mal. Oh, das ging auf den Varan dahinter. Jetzt war der Feuerwaran im Weg. Spannend. Dann machen wir noch einen Rane weg da hinten, ne? Und den anderen klatsche ich so. Den anderen klatsche ich dann so, ne? Jetzt klatschen die mich zu zweit nackig, oder? Ja, stark. Und jetzt nur noch hier performen. Ja, performen P. Ah, das war nicht so performt. Komm, Crit wäre nice, ne? Das wird super close. Hi, Schüchen, stehst du mir bei? Lauf! Hero, do it. Parkour Hero. Ah! Und lässt er ab? Der lässt nicht ab. Der lässt nicht ab. Oh goodness, oh goodness, oh goodness. Kann ich noch irgendwie potten schnell? Nee. Ja, verstehe. Verstehe. Okay, ich mache nicht die zwei easy peasy, ne? Das klappt nicht. Egal. Wir hauen dich weg. Na. Mit der Eislanze. Na, guck mal, wie er so stecken hat. Varan Ranili. Nee, Feuerwaran. Genau. Stark. So, und jetzt hole ich mir für die Varane noch Support, oder? Kleines Goblin-Skelett oder so. Oder ich mache die halt echt ein bisschen einzelner. Oder wir heilen uns davor. Na, es gibt schon viele Wege, um hier jetzt ans Ziel zu kommen. So ist es ja nicht. So, pass mal auf. Wir machen das wie folgt. Klatschen da einen weg. Und zwar, wenn er näher an uns dran ist, sodass der wirklich als erstes zu uns kommt und dann komplett weggesmackt werden kann. Scheiße. Und dann verkacke ich schon wieder. Nee, das bringt so nichts, ne? Ja, ich komme halt einfach nicht an den Jungen heran. Dann könnte ich jetzt noch einen Trank sippen, oder? Während er auf mich einknüppelt. Ja, aber das ist Ass. Nee. Ja, mach mal hier, komm. Ach, wir laden es direkt neu. Ja, nee, das macht so keinen Sinn. Die muss ich einzeln daraus carryen. Schade. Na, das würde uns die Steuerungstaste wieder zurückholen, dass wir solche Sachen regeln können. Dass wir solche Sachen regeln können, wäre easy wieder drin, wenn ich den Fokus so halten könnte, wie ich das will. Na, dann wäre das gar kein Problem. Der hat nicht getroffen. Wow. Wieder nicht. Okay, der auch nicht. Na, jetzt dodgt er gerade aber auch nicht schlecht hier, ne? Okay. Den hat er stecken. Den nicht. Komm her hier, ne? Stiche erwische ich ihn gerade null. Ne? Jetzt aber. Nein, wieder nicht. Jetzt. War close, aber hat geklappt, ne?
So, und jetzt den letzten. Wie machen wir den? Der kriegt eine Eislanze, ne? Und dann, oder der kriegt einen Goblin, ne? Aber ich glaube, ein Goblin-Skelett, ein einzelnes Goblin-Skelett macht er easy nackig, oder? Safe macht er ein Goblin-Skelett kaputt. Augel ich mir ein Brot rein. Viele Hits muss ich ja nicht überstehen, gewissermaßen. Und Muschelfleisch. So, und dann passt die Geschichte. So, hauen wir den auch noch weg, ne? Dann buddel ich da noch ordentlich einen Schatz aus, Leute. Das habt ihr noch nicht erlebt, glaubt mir. Und ich... denkbar ungünstiger Moment, Körper. Oh, hoffentlich nicht auf meine Tastatur gespeit hier. ja. Easy, ne? Doch, doch. Hero. Na? Was wird hier verstanden? Ah. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Verstehe. Goldener Kompass. Von dem war doch die Rede irgendwo, oder? Goldener Kompass Passili, da war doch, da hieß es doch hier, ne? Bitte einmal, oh, Alter, yo, sind das Untote? Ja, knallhart. Zombies in der Höhle drin, vor allem der eine hat sogar eine schwere Rüstung an und so, ne? Da gehen wir, glaube ich, nächste Episode mit einer Goblin-Armada rein, oder? Was haltet ihr davon? So eine kleine Goblin-Armada, die da Rambazamba mit so ein paar Zombies macht? Doch, doch, das sehe ich eigentlich. Da könnten wir wegen mir gerne hin. Aber wir sollten auf jeden Fall erstmal zurück ins Lager. Dann war doch irgendwas wegen dem goldenen Kompass. Wer hat da nochmal was gelabert? Hat nicht irgendwie Skip gemeint, yo, na, der Captain, der ist cool, aber der ist so ein bisschen, na, der holt sich so das ganze Zeug. Irgendjemand hat irgendwann mal einen goldenen Kompass gefunden, oder? Und dann hat er den aber an sich gerissen und vergraben. Naja, können wir ja mal noch nachschauen, oder? Ja, komm, das machen wir gerade noch schnell. Ich meine, das war Skip, der uns das erzählt hat mit diesem, ne? Oder? So, dann muss ich nächstes Mal, ich habe die Muschel da auch noch gesehen, keine Sorge, aber die nehmen wir nächstes Mal mit. Wollen da ja eh nochmal hintergehen und schauen, wie läuft, ne? Zwecks hier so ein paar Zombies wegknallen. Hätte ich schon noch Bock drauf. Ja, wir haben gut gelevelt, diese Episode, auf jeden Fall. Das steht außer Frage. Jetzt muss ich allmählich auch echt dringend urinieren. Besser urinieren. Darf ich das einfach mitnehmen hier, das Zeug? Er weiß ja nicht, guck mal, das juckt ihn ein Schwert hält. Hier, Skip, schau mal, ich hab den Kompass. Nee, das hat ihn nicht gejuckt. Wer hat uns das nochmal erzählt? Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie sieht's aus? Was weißt du über Francis? Nee, nee. Francis hieß der, genau. Brandon, hier, guck mal. Nee. Warst du das, Garrett? Ich glaube ja nicht, dass er alles. Hier, genau. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wiedersehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Hier, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Stark. Gürtel erhalten, Alter. Glaubst du wirklich? Nehme ich dankend an. Was haben wir denn da bekommen, Freundchen, na? Guck mal hier, na? Ledergürtel. Gürtel der Kraft. 5 Stärke Bonus. Gürtel des Schutzes. Schärpe der Bereitschaft. Ist wahrscheinlich hier der Gürtel der Kraft, oder? Denke ich jetzt mal. Aber es ist, wie es ist. Wir haben gut EP bekommen und noch was obendrauf, was wir verkaufen können. Ist auf jeden Fall geil. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Episode, oder? Ich knall mich mit dem Hero nochmal ins Bett. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da. Euer P. Ade.